Man könnte ja irgendwie, wenn man so die Presse beobachtet oder auch was man zum Film hört, sagen, DJ, Schauspieler, Film, Theater, was nicht auch immer du hast gemacht hast und jetzt noch ein Film über dich. Wie ist es denn zu diesem Film gekommen? Wie ist denn der Regisseur auf dich zugegangen und dann auch wirklich diese Entscheidung, das zuzulassen, einen Film über sich drehen zu lassen? Interessant. Ja, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also wie das dazu gekommen ist, dass der Rainer mich dann so ausgesucht hat, wo er, also ich kann nur sagen, es kam tatsächlich über meine Agentur die Anfrage, dass der Rainer Holzinger einen Film über mich machen will. Und dann habe ich mir seine Filme angeschaut, den letzten über Martin Margiela und Dries van Noten, William Eggleston, Jürgen Teller. Und ja, hat dann so das Vertrauen gehabt, dass es jemand ist, der einen sehr zugewandten, offenen, vorbehaltlosen, zugewandten, liebevollen Blick hat, ja. Und von dem ich mich dann auch gerne anschauen will oder wo ich dachte, das kann funktionieren, so, weil das ist mir aber tatsächlich erst am Ende so richtig klar geworden, was für ein Wagnis das auch war und wie groß das Risiko auch war, dass es ein Film ist am Ende, wo ich denke, das bin ich ja gar nicht, oder so bin ich ja gar nicht, oder es entspricht mir nicht, oder ich will mich so nicht zeigen, oder und er rief dann irgendwann an und meinte so, ja, der Film ist fertig, ich würde dir den gerne zeigen, ich habe das Cannes-Kino gemietet. Und dann dachte ich so, oh Scheiße. Es war so wie die Angst, da wird dann so ein Foto gemacht, das wird dann überall in der Stadt plakatiert und ich denke dann aber, das bin ich gar nicht auf dem Foto. Ja? Ich finde tatsächlich mit dem Foto kann man es ganz gut vergleichen, weil jeder von uns kennt es, dass wenn man dem Gegenüber nicht vertraut oder weil es auch eine unsichere Situation ist, porträtiert zu werden, dass man dann auch ganz schnell in so eine Form gehen kann und sich schützt. Ich würde sagen, in der pervertiertesten Form ist es das Duckface. So. Man hat so ein Gesicht, bei dem man denkt, es sieht gut aus. So. Aber jeder, der einen kennt, der sagt, guck drauf, da, so siehst du auch gar nicht aus, das bist du gar nicht. Also es ist auch so eine Mutfrage, sich zu erkennen zu geben überhaupt. Und da braucht man halt jemanden, vor dem man sich zu erkennen geben kann. Und trotzdem ist es natürlich so, es bleibt ein Film. Ja? Also das finde ich auch ganz wichtig, das war eine gute Erfahrung für mich, so im Zusammenhang mit Dokumentarfilmen, weil es ja auch in gewisser Weise ein Irrglaube ist, zu denken, ja, ja, so ist es. Also so ist er wirklich. Ich spüre da auch mich. Also das ist ja die große Frage, wer ist man wirklich? Aber so nach dem Motto, das ist ja jetzt privat. So. Ich bin mir schon sehr bewusst, was ich da mache und wie ich rede. Und ich weiß auch, die Kamera ist da. Und ich finde nur interessant an der Überlegung, dass es dann doch auch eine Rolle ist. Also ich spiele Lars Eidinger in dem Film. Und ich würde aber den Begriff Rolle halt nicht abwerten, weil ich ihn generell nicht abwerte, weil ich generell der Meinung bin, wenn ich Hamlet spiele, ist es auch eine Rolle, aber es bin trotzdem ich. Und insofern bin ich jetzt ganz glücklich mit dem Film und auch jetzt hier drin zu sitzen und den anzuschauen mit Menschen und zu gucken, zu hören, wie die darauf reagieren und so. Das war total interessant, ja. Aber deine erste Reaktion, das zu sehen, das sind diese ganzen Gedanken, hat das dann hervorgerufen tatsächlich? Ja, also ich meine zum Beispiel dieser Moment, ja, wenn ich den Michael Sturminger anschreie und so. Das gucke ich mir natürlich auch nicht gerne an. Also trotzdem ist es wichtig für den Film, aber ich muss es dann aushalten oder und dann ist es aber trotzdem genau, das ist irgendwie wichtig zu verstehen, es ist ja trotzdem durch den Schnitt extrem fast manipuliert, ja, oder verfälscht, dieses Gespräch, an dessen Ende ich
nach wirklich einer halben bis dreiviertel Stunde diskutieren, ich geschwiegen habe oder lauter wurde, das wirkt jetzt so, wie er unterbricht, ich sammle mich kurz und schreie ihn an. Ist aber auch okay, ich meine, wer von euch will sich dreiviertel Stunde Diskussion anhören? Könnte auch ein Experiment sein. Nur man muss es halt mitdenken, oder es ist, mir fällt es halt auf, wenn ich den Film gucke. Ja, es ist schon auch in gewisser Weise eine Form. Ich finde, was der Film sehr schön macht, dass eben diese Worte, die immer wieder kommen, das Exzessive, das, ich glaube, im Text sogar stand irgendwas von Monster, also dieses Kreative drinnen, und aber dann doch das sehr Sensible, also das sehr Intime auch, das schafft er irgendwie ganz gut einzufangen. Gab es Momente, wo du gesagt hast, so jetzt, hey, bitte jetzt nicht mehr, also ich möchte jetzt irgendwie, dass da die Kamera nicht dabei ist, oder ja, wie war da irgendwie auch das Gespräch, weil es gibt ja dann auch diese Szene im Taxi, wo es schon wirkt, als hättet ihr lange, lange gesprochen auch, und dann quasi kommen diese Szenen rein und dadurch kriegt es auch so eine sehr starke Nähe, finde ich. Aber ja, gab es vielleicht irgendwelche Momente, wo du gedacht hast, so wow, okay, das ist jetzt zu weit? Ja, interessanterweise war es genau umgekehrt. Ja, also ich meine, jetzt mal so ganz allgemein, dass wenn jemand beschließt, Schauspieler zu werden oder Schauspielerin und stellt sich auf eine Bühne und richtet alle Scheinwerfer auf sich, so, da muss man sich ja schon fragen, was ist mit dem los? Also ich meine, das spricht jetzt nicht für einen gesunden Charakter. Ja? Was treibt den an? So, und in dem Film wird es ja auch gesagt, also ein Schauspieler hat halt kein Selbstbewusstsein. Und es ist so verrückt, weil es wird immer das Gegenteil unterstellt. Ja, wenn man so viel Aufwand betreibt, diesen Effekt oder diese Illusion zu erzeugen, weil man sozusagen nicht zeigen will, dass man sich schämt eigentlich die ganze Zeit. Ich hatte das mal bei einem Film mit Chris Kraus, den haben wir in Wien gedreht, und da sollte ich mich schämen vor der Kamera. Und das habe ich nicht gekonnt. So. Ich habe gemerkt, an das Gefühl komme ich nicht ran, das kann ich nicht zeigen. So. Und da haben wir ewig gedreht und dann haben wir eine Pause gemacht. Und da meinte der Statist, der nur bei Brücken zu sehen war und Klavier gespielt hat, in der Pause stand er so neben mir beim Kälte und meinte so, oh, schwere Rolle. Ja, weil er einfach gemerkt hat, ich krieg's nicht hin. Ja. Und also was ich meine mit diesem dass man sichtbar werden will, ja, und dass ich sozusagen das Gegenüber brauche, um mir bewusst zu werden. Also kein Bewusstsein aus mir selbst schöpfen kann für mich, sondern ich brauche sozusagen die Reflexion. Das ist natürlich in dem Film, das ist natürlich in dem Moment, wo man dokumentiert wird, das Tolle. Ja? Also deswegen ist es so ambivalent, weil, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, die schlimmsten Momente waren, wenn ich irgendwas Lustiges gesagt habe oder so, und guck so und sehe, wie Rainer die Kamera einpackt. So. Dann denke ich halt immer so, dann hat es gar kein, dann ist es gar nicht passiert, so, was ein Quatsch ist. Ja. Aber ich habe unbedingt eine Not fast oder den unbedingten Willen, dass das alles gesehen wird. Ja. Und das, ich würde sagen, daher kommt der ganze Impuls oder das Motiv, sich auszudrücken. So, es muss alles raus, was in mir ist, muss alles sichtbar werden. Aber weil du sprichst von Selbstbewusstsein und eben Nicht-Selbstbewusstsein, ich finde, es hat ja wahnsinnig viel auch mit Vertrauen zu tun, jetzt in diesem Fall eben mit dem Regisseur. Aber was mich wahnsinnig interessieren würde, ist dieses Rollenaussuchen. Das hat ja so viel zu tun mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber also einerseits hast du den Text, also vielleicht das, was du, vielleicht so die Bucketlist, die man so hat. Man möchte den Hamlet spielen und der Jedermann ist sicherlich auch irgendwo auf dieser Liste drauf. Aber dann ist es doch auch nochmal so eine riesengroße Relevanz, mit wem arbeite ich denn da? Kannst du da für dich sagen, wie gibt es da genau diese Entscheidung, so okay, wenn das diese Person in der Regie macht oder mit der ich zusammenarbeiten muss, die direkte zweite Hauptrolle oder so, dass du dann sagst, dann, nein, das ist jetzt irgendwie, da gehe ich nicht hin, das ist irgendwie, oder welches sind die Entscheidungspunkte für dich? Ja,
Sind es mehr diese Texte auch tatsächlich oder das Arbeiten mit den Menschen? Ja, also ist mir jetzt völlig klar, dass es ein Privileg ist, aber man muss es, glaube ich, trotzdem dazu sagen. Also ich habe halt mein Leben lang nur das gemacht, worauf ich Lust hatte. Also wer kann schon das behaupten? Ich habe als Kind angefangen mit Kinderfernsehen. Ich habe mit 10 Jahren pro Drehtag 150 Mark bekommen. So, ich hab immer Geld gehabt. Ich konnte immer von dem Beruf leben und konnte tatsächlich immer mir was durchlesen und sagen, habe ich darauf Lust oder nicht? Und danach bin ich immer gegangen. So, aber es ist natürlich Glück, ja, aber da ist mir eigentlich egal, wer das macht oder mit wem. Wenn ich es lese und denke, nee, ich habe Lust, dann mache ich es auch nicht aus karrieristischen Gründen oder so. Und das ist bis heute eigentlich so mein Hauptauswahlkriterium. Ich habe mal einmal ein Interview gelesen von Kate Winslet, das fand ich auch ganz gut, weil man ja manchmal unsicher ist, so, ob man was machen soll oder nicht. Und dann hat sie gesagt, wenn sie sich nicht vorstellen kann, dass es jemand anders spielt, dann muss ich es machen. Ja, das finde ich ganz gut. Damit möchte ich gerne ins Publikum öffnen. Es gibt zwei Mikrofone hier. Bitte einfach Handzeichen und gerne auch Kommentare da gleich ganz hinten. Das ist schon die erste. Ja, schönen Abend, hallo Lars. Beeindruckendes Dokument, wirklich berührend und schöne Momente. Ich nehme es ja wirklich ab, was du da beschildert hast und was du zeigst, dass es dein Leben ist, was du auf der Bühne im Konzert umsetzt und dass du reingehst in den Invest. Da würde mich jetzt interessieren, also wenn die Texte jetzt deine Rolle vorgeben, die Figur vorgeben, wo du allerdings so in deine Emotionen, in dein Inneres hineinhörst und da reingehst, sind die Texte dann immer kompatibel? Ist das Tag für Tag, also wenn die Rolle gespielt wird, kannst du mit den Texten was anfangen oder würde dann aus deinem Inneren ganz andere also Worte rauskommen? Oder teilweise? Ja, ich bin schon ein großer, also erstmal vielen Dank, ja, hallo übrigens, ja, ich kenne uns. Ich glaube sehr an Sprache und an den Autor und ich bin schon ein Schauspieler, der sehr texttreu ist. Also es gibt ja immer Schauspieler, die sagen so, ja, das sage ich dann so, wie ich das halt sagen würde. Gerade beim Film oder Fernsehen, beim Shakespeare eher weniger, so ja, sein oder nicht sein, irgendwie so. Und was ich dann nur interessant finde, ist, also ehrlich gesagt, ich freue mich dann selber, wenn ich so Sachen sehe, wie jetzt Richard, Hamlet und Jedermann in der Abfolge und dann diesen Ausschnitt aus dem Film, wie unterschiedlich das ist. Ja? Und dann finde ich nur interessant, dass ich da überhaupt keine Konzentration drauf verwende. Also ich würde nie einen Film machen oder einer Rolle begegnen und sagen, das muss jetzt ganz neu sein oder ganz anders. Oder jetzt mache ich es mal so. Oder jetzt habe ich mal blonde Haare oder so. Ja? Oder ein Schnurrbart. Oder, sondern es ist bei mir immer so, dass die Form wird immer durch den Inhalt bestimmt. So, das heißt, ich versuche einfach nur den Text zu nehmen und versuche ihn zu verstehen. So, und ich passe den aber nicht mir an, sondern ich passe mich dem Text an. Und dann, dadurch entsteht zwangsläufig so eine Allianz, ja, zwischen mir und dem Wort. So. Und ich finde es so interessant, weil ich habe es in dem Film taucht es nicht auf, aber es war so ein Streitpunkt zwischen mir und Thomas Ostermeier. Bei dieser Szene, die man da sieht, übrigens die Adidas-Jacke habe ich nur in der Probe an. Ja, ich denke an die Leute, die jetzt hier sitzen, warum spielt der Richard den Dritten in der Adidas-Jacke? Es war eine Probe, deswegen, ich habe es nur deswegen angehabt. Aber mit den drei Streifen ist natürlich ganz cool, ne? Richard der Dritte. In dieser letzten Szene, wo der Richard da liegt und sagt so, ich werde verzweifeln, dieser letzte Schlussmonolog, den wollte ich mir Thomas erklären. Ja? Und dann habe ich gesagt, nee, Thomas, warte mal, ich will mir den nicht von dir erklären lassen. Und das nimmt er mir bis heute übel, ja? aus einer Regieperspektive. Aber ich kann nur beschreiben als Schauspieler, ich baue halt zur Sprache, genau wie zu einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, eine erotische Beziehung auf. Die möchte ich nicht gestört wissen durch jemanden, der vermittelt, ja? Sondern ich möchte das ganz direkt erleben. Und deswegen möchte ich an dem Punkt nicht, dass Thomas mir
die Sätze oder die Inhalte erklärt. Und das ist eigentlich der große Spaß. Ja, deswegen bin ich auch, ich finde diese Stelle, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, dieses Sein oder Nichtsein, das war mir ganz wichtig, so, dass der Rainer den einmal aufnimmt, wie ich den spreche auf der Bühne. Und man sieht so, ich renne da so rein in der Vorstellung. Und Rainer ist an dem Tag mit mir mitgelaufen und kam nicht schnell genug mit. Und ich habe den Monolog gespielt und habe schon gedacht, so besser kann man ihn nicht spielen und ich kann ihn auch nicht besser spielen. Und das war einfach ein Moment, der war für die Ewigkeit, aber er hat ihn halt nicht gefilmt. Er kam danach dann, und auch Thomas Ostermeier, der es von vorher gesehen hat, hat gesagt, boah, also, er war auch richtig geschockt. Dann habe ich ihn ja nochmal so am Tisch gemacht, eigentlich aus dieser Verzweiflung, und ihm rede, ja, und dann fange ich nochmal an, den zu rezitieren, und finde ich jetzt aber ehrlich gesagt eine total schöne Lösung in dem Film, dass man mich da so von hinten sieht und der Text läuft so drüber. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses Sein oder Nichtsein. Ja? Das ist ja wirklich so ein komischer Satz, der fast bedeutungslos geworden ist, so wie Vater unser im Himmel, sagt man halt so. Ne? Aber was bedeutet es eigentlich? Ja? Und das finde ich echt so, da versteht man, glaube ich, Schauspielerei, wenn man sich einfach mal zu Hause hinsetzt und sagt Sein oder Nichtsein und guckt, was mit einem passiert. Und das finde ich irre. Also an dem Punkt bin ich irgendwann gekommen, dass ich gemerkt habe, ich muss da gar nichts provozieren oder erzählen, ich muss da nicht eine Emotion herstellen, sondern über die Sprache entsteht Emotionalität. Und ich meine, man sieht mich ja da ganz schön oft weinen, vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ja, ist halt so. Das ist dann auch die Auswahl von Rainer, aber ich finde es schon erstaunlich, dass diese Emotionalität echt ist. So. Und da will ich mir schon auch was drauf ein, weil es kann auch nicht so viel. Ja? Bei uns auf der Hinterbühne, in der Schaubühne liegen auch Tränenstifte. So. Das gibt es auch. So ist okay. Also der Effekt ist der gleiche, aber das funktioniert nur über Sprache. Und das finde ich beeindruckend. Das beeindruckt mich selbst. Es geht nur über die Konzentration auf den Inhalt. Und die Worte, wie du sagst. Weitere Fragen, bitte. Hallo, Valeska ist mein Name. Ja, erstmal vielen Dank für die eindrückliche Buchfilm. Fand ich sehr spannend. Was mich interessieren würde, ist so diese starke, intensive Arbeit an den Emotionen, dieses Durchleben, dieses Eintauchen, ob irgendwann Phasen in deinem Leben waren, in denen eher so eine emotionale Erschöpfung eingetreten ist, ne? Oder so eine vielleicht so eine Art emotionale Taubheit, wo es darum geht, überhaupt keine Lust mehr zu haben, in Emotionen einzutauchen, ne? Oder sich auch schützen zu wollen, oder war es eher andersrum, dass dieses Ausleben der Emotionen auf der Bühne eher zu mehr Energie führt und dann eher eigentlich zu einer, ja, vielleicht auch seelischen Entlastung sogar? Ja, ich glaube, ich habe es eher gelernt über die Jahre, das irgendwie zuzulassen. Aber ich habe auch Angst vor sowas, was Sie beschreiben, also so eine Erschöpfung. Oder es gibt auch Vorstellungen, die spiele ich und die bedeuten nichts. Und dann gehe ich von der Bühne und denke so, da habe ich jetzt gar keinen Zugang gehabt, ja, von einem Abend, den ich 350 Mal gespielt habe. Ja. Weil das, was halt daran so ein bisschen gemein ist, aber vielleicht auch das Schöne ist, man kann es halt nicht erzwingen. Deswegen habe ich auch nicht weiter Tennis gespielt, weil Kunst ist halt was, da muss man sozusagen, da hilft einem so ein gewisser Ehrgeiz nicht. Ja? Der führt nicht zum Erfolg. Ich kann noch so sehr denken, ich will jetzt weinen, oder ich will, das geht nicht. Das ist vielleicht gut, dass es so ist. Ja? Aber ich komme schon sehr aus dieser sportiven Ecke, habe ich auch beschrieben. So. Und für mich war das wichtig, diese Erkenntnis, dass es irgendwo anders herkommt und dass es tatsächlich was ist, was eher auch vielleicht über eine Entspannung funktioniert. Also ich habe mal einen Liederabend gemacht mit Hans-Jörn Brandenburg, und das war so ein Brecht,
Hauskastelle und den haben wir in Augsburg gespielt. Und am Ende, nach der Vorstellung vor Leuten, habe ich zu Hans Jörn gesagt, so, Gott, das war jetzt irgendwie gar nicht gut. Die Probe war so gut. Und jetzt war das, warum war das denn nicht so schlecht? Und dann hat er gesagt, ja, du versuchst halt immer 100% zu geben. Ja, das schaffst du nicht. Dann sieht man immer jemanden, der 100% geben will, das nicht schafft, gib mal 70. Und das fand ich echt hilfreich. Ja. Ich beantworte jetzt nicht so ganz die Frage, aber also ich mache zum Beispiel auch eine Psychoanalyse, ja, seit anderthalb Jahren. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Also das ist das Beste, was man machen kann. Einfach um eine Ahnung zu kriegen, wer man ist. Ja, um sich zu analysieren. Und ich komme noch aus einer Familie, meine Eltern halten Leute, die zu einer Analyse gehen, für verrückt, geisteskrank. Aber ich habe eher immer Sorge bei Leuten, die meinen, es nicht zu müssen. Und das ist für mich ein Schlüssel. Also ich weiß jetzt einfach, oder ich bin einfach komplexer geworden in dem Verständnis so, und auch was die eigene Emotionalität angeht, so, und wie man da rankommt. Ich finde es auch spannend, wie du eben dann auch sagst, also relativ am Ende des Films, dass diese Aufregung vielleicht nicht mehr da ist. Das ist ja auch ein langer Prozess irgendwie, wo man immer glaubt, das muss irgendwie da sein, weil man diese Aufregung, diese Spannung braucht, so wie du es genau im Film sagst eigentlich, aber, ist dann einfach nicht mehr da sein muss, weil irgendwie ist die Präsenz trotzdem da, man ist in der Emotion. Ja, absolut. Also mir ist noch ein Satz eingefallen, ich finde auch gut zum Teil, also, es war ein Stück, das habe ich in der Schaubühne gemacht, das hieß Dämon, und da geht es also so ein bisschen so wie bei Wer hat Angst vor Virginia Woolf, so zwei Paare treffen aufeinander und das eine Paar sind die so intellektuelle Zyniker, die keine Kinder haben, und die anderen sind so ein bisschen einfachere, so ein Paar mit drei Kindern, glaube ich. Und die geraten halt so aneinander, auch vor allem, weil die Zyniker die so provozieren. Und am Ende des Stücks sagt der Frank, dieser Zyniker, den ich gespielt habe, zu der Frau des anderen Paars, du hast was ganz Besonderes. Und dann sagt sie, ja, was denn? Und denkt, jetzt wird sie wieder verarscht. Nee, du hast wirklich was völlig Einzigartiges. Ja, was denn? Ja, was Göttliches. Nenn's doch mal auf. Sag einfach was. Du weinst, wenn du traurig bist. So, und also nicht berührt es. Also ich denke so, also wenn ich meine Tochter angucke, die ist 15, ja, ich würde mal sagen, das vielleicht sogar 100% aller Probleme, mit denen wir uns so tagtäglich herumschlagen, damit zu tun haben, dass wir an der entscheidenden Stelle nicht einfach geweint haben oder den adäquaten Ausdruck oder die Emotionalität gefunden, sondern weil wir es weggedrückt haben. Ja. Das kommt dann an ganz anderen Stellen raus und dann braucht man ganz lange, um es wieder zu verstehen. So. Und ich habe immer das Gefühl, diese Emotionalität auf der Bühne ist was sehr Kindliches, weil es sehr unmittelbar ist.